So, jetzt sieht man hier diesen Brustgurt mit der Kamera. Ich habe mich jetzt gerade angezogen, Motorradjacke und das ganze Zeug. Und hier kann man an der Schraube, kann ich also den Winkel ändern, indem ich die löse und dann die Kamera kippe, wie ich das möchte. Ja, und die Bedienung ist einfach. Also hier ist halt an. Und hier kann man also die Kamera anschalten und hier Video anschalten. Das ist jetzt standardmäßig auf Video eingestellt, dass man also nicht aus Versehen ein Foto schießt. Außerdem sieht man es ja an der blinkenden Lampe dann, dass es am Aufnehmen ist. Also hier kann man das sehen, wie das blinkt. Und vorne müsste es eigentlich auch blinken. So, jetzt nimmt es auf. Blinkt oben. So. Ich zeige mal, wie es hochkommt. Noch höher. Jetzt könnt ihr nichts sehen. So könnte es gehen. So, hoffe, dass dieses Ding hält. Jetzt habe ich eine Flying Cam hinterher. Hier ist eine 30er-Zone, kann ich nicht so schnell fahren. Man sieht bei der Kamera leider ohne Display nicht, was man aufnimmt, erst hinterher. Es gibt zwar noch ein Display dazu, mal überlegen, was die machen. Für die anderen ja auch lustig ist.
Odenwaldbahn. Fährt nach Darmstadt. Allerdings braucht die auch eine halbe Stunde. Bei dem Windschild brauche ich ja keine Brille, auch kein Visier, gar nichts. Das ist echt super. Kann ich auch mit reisen. Auch auf der Autobahn. B26 fahren, das ist die Schnellstraße nach Darmstadt. Da kann ich mal ein bisschen aufdrehen. Alles neu gebaut. Mein Navi ist immer ganz irritiert. Selbst nach dem Update sind die Straßen noch gar nicht drin. Eben im Auto hat gar nicht realisiert, dass sie über diesen Kontakt fahren musste. Ist da irgendwie 15 Meter vor der Ampel einfach mal stehen geblieben. Du hast ja so 10 Grad heute. Thank you.
Kilometer zu viel, zeigt es an. Jetzt 27 PS und fährt, ich habe sie nie ausgefahren, darf ich mit der Scheibe auch gar nicht. Ja, was war das jetzt? Was sollte das bedeuten? So, das ist jetzt die B26. Geht jetzt bergauf. Jetzt zeigt das Tacho 115 an. Schnellstes 120 gefahren, reicht mir auch.
sehr bequem, aber wie auf dem Küchenstuhl. Sehr senkrecht auf der Honda. Die blitzen hier auch. Ich habe sie neulich wieder dabei ertappt, wie sie ihre Blitzpfanne aufgebaut haben, genau hier unter der Brücke. Eigentlich still und leise. Neuerdings blitzen sie ja von hinten und von vorne, ne? Bei diesen Säulen, die immer dagegen rumstehen, muss man echt aufpassen, sogar als Motorradfahrer. Machen einfach zwei Fotos. Sollte ja auch bei heutiger Technik kein Problem sein. Hat mich schon immer gewundert. So, ja, das ist jetzt hier Darmstadt. Richtung Lichtwiese. Also ich hatte ja vorher in Darmstadt gewohnt, nachdem ich meine Umzieherei angefangen hatte. Da komme ich jetzt auch dran vorbei. Also ich hatte ja nahe der Lichtwiese gewohnt. Das ist ja hier jetzt eigentlich eine sehr schöne Ecke, aber wenn Fußball ist, das ist nämlich das Stadion, die haben sie mal die Scheibe am Auto eingeschlagen. Also die sind dann meistens betrunken und haben Lust, sich körperlich irgendwie zu betätigen. Der Frust muss raus. Der Psychologiedozent hat immer gesagt, das Leid muss raus. Ja, ich kann das ja auch verstehen. Ich beurteile sie auch nicht. Aber es nervt mich. TU-Gelände sehen, das ist jetzt die Technische Universität Darmstadt. Die ganzen Gebäude, die wir jetzt sehen werden, hier ist die Lichtwiese. Ja, mit Helmkamera hättet ihr das jetzt sehen können. Oberkörper nach links, nach rechts. Ach so, das ist die Lichtwiese. Das ist jetzt alles Universitätscampus. Alle hier bauen sie auch immer noch. Haben auch schon gebaut, das große Gebäude in der Mitte ist neu. Dann ist hier auch die Mensa rechts. Das flachere Gebäude rechts ist die Mensa. Das sind alles unterschiedliche Fachbereiche in den unterschiedlichen Gebäuden. Hier ist natürlich sehr viel Technik, ne? Also Chemie, Maschinenbau und das ganze Zeug halt. Hier links rum. Das hier links ist neu. Ja, das ist hier Maschinenbau. Aber die soll sehr gut sein. Also für technische Sachen ist die schon weltberühmt. Hier wird ja auch. Kommen immer gute Beiträge von der Uni. Die ESA ist ja auch in Darmstadt. Also mit Technik haben sie es hier gut. Architektur wird hier sehr viel studiert. Es gibt einen Fachbereich, der ist mehr künstlerisch.
gefallen, der ist eher technisch. Ja, man kann hier, rechts ist das Vivarium, das ist ein kleiner Zoo. Ein sehr kleiner Zoo allerdings. Also winzig klein. So, ich werde mal gleich tanken fahren. Ich mache kurz rechts ab, da war ja die Aral. Mein Tank ist nämlich ziemlich erschöpft. Vivarium, links ist Botanischer Garten, ist auch ganz nett. So, was geht hier? Habe Geld, HG, Habe Geld, das ist nämlich Bad Homburg. Das sind die ganzen Millionäre. So, geht da erstmal. Schlüssel nach links, dann geht das hier auf. Schon nach hinten. So. Ja, das Problematische bei dem Ding ist, dass keiner vermutet, wie viel Leistung die hat, weil die sieht ja aus wie ein normaler Roller halt, ne? Ahnt ja keiner, dass die richtig abgeht. In Italien nennt man sie, kommt ja auch aus Italien, wird in Italien gebaut. In Italien nennt man sie Killer, weil sie halt allen davon fährt.